Hallo Internet, hallo Emma. Willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für dieses Video. Aufgrund meines ersten Vigor-Videos, das etwas an Fahrt aufgenommen hat, danke übrigens für den Wahnsinns-Killer-Support, werde ich bei Vigor oder wie es im Englischen heißt, Vigor, jetzt ein paar Follow-up-Videos mit Tipps und Tricks machen. Heute werde ich für euch grundlegende Fragen klären rund um Vigor, auf den Kern des Spielprinzips eingehen und erläutern, auf was ihr achten müsst. Außerdem gebe ich euch noch meine Top 5 Strategien zum Überleben im apokalyptischen Norwegen mit, damit ihr direkt einsteigen könnt. Aber bevor wir anfangen, ihr wisst, was jetzt kommt. Drückt den Like-Button, wenn es euch gefällt, den Dislike-Button, wenn nicht. Hinterlasst mir gerne ein Abo, denn nur so könnt ihr mir dabei helfen, dass Overlord YouTube gnädig ist und das Video noch mehr Vigo-Interessierten vorgestellt wird. Danke für euren Support. Hier noch vorab ein paar wichtige Antworten und Fragen, die ich immer wieder auf Facebook oder in Kommentaren sehe. Ich zitiere hier gerne auch mal das Vigor-Team selbst. Auf welchen Plattformen wird Vigor erscheinen? Vigor ist auf Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Es ist auf PS4 und PS5 am 11. Dezember 2020 erschienen. Eine vollwertige Next-Gen-Version ist in Planung. Es gibt derzeit aber keine Pläne, Vigor auf PC oder mobilen Plattformen zu veröffentlichen. Das ist wirklich schade und ich glaube immer noch daran, dass hier das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen ist. Das Spiel muss einfach ein Riesenerfolg werden, dann wird die PC-Version automatisch kommen. Wann kann ich neue Features und Inhalte erwarten? Die Vollversion von Vigor war nur der Anfang. Ihr könnt weitere neue Inhalte in den größeren Updates erwarten, die alle 2 Monate erscheinen. Wo können wir Feedback hinterlassen? Das Team freut sich grundsätzlich über jedes Feedback. Das Vigor-Team liest regelmäßig die Kommentare auf allen sozialen Medien durch und antwortet auch gerne mal direkt zurück. Also zögert nicht, dort zu posten. Es gibt auch ein offizielles Forum, das genutzt werden kann. Es wird aber nicht empfohlen, E-Mails zu schreiben, da es keine spezielle ausgewiesene Vigor-E-Mail-Adresse gibt. Das landet dann einfach bei Bohemia im Spam-Ordner. Ist Crossplay verfügbar? Hier wird es ein bisschen kompliziert. Crossplay ist für Xbox und Nintendo Switch-Spieler verfügbar. PlayStation-Benutzer sind jedoch nicht Teil dieses Pools, sie spielen separat. Crossplay ist zwischen PS4 und PS5 verfügbar. Aber mal ehrlich, ein richtiges Crossplay zwischen allen Plattformen wäre schon sinnvoll und ist sicher von der Community gewünscht. Ich hoffe, dass wir da in Zukunft eine positive Antwort vom Vigor-Team erwarten können. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es diesmal erstmal aus Kostengründen und Welpenschutz nach hinten geschoben wurde. Was ist die höchste Belohnung aus den Begegnungen und wie kann ich sie bekommen? Die wertvollste Belohnung, die ihr erhalten könnt, ist die Airdrop-Kiste. Sie enthält die seltenste Beute und ist im Spiel zu finden, wenn ihr einen Luftabwurf sichert und es lebend herausschafft. Man kann auch zufällig in einem Match über eine stolpern. Eine weitere interessante Möglichkeit, bessere Beute zu erhalten, sind verbarrikadierte Häuser oder vergrabene Caches. Kisten mit Wertgegenständen könnt ihr auch erhalten, wenn ihr regelmäßig Nahrung in eurem Unterschlupf abgebt. Bohemia glaubt an die Idee, dass kompetitives Spielen für alle fair sein sollte. Daher wird es in Vigor kein Pay-to-Win geben. Wenn ihr die beste Beute wollt, müsst ihr rausgehen und sie euch verdienen. Warum postet und entwickelt Bohemia neue Sachen, wenn es doch Bugs gibt, die behoben werden müssen? Bohemia versichert euch, dass es Mitarbeiter gibt, die an den Bugs arbeiten. Natürlich hat aber jedes Team eine spezielle Aufgabe und nicht jedes Mitglied des Teams ist in der Lage, Probleme im Spiel zu beheben, wie zum Beispiel das Marketing- oder Art-Team. Aus diesem Grund verlangsamt das Entwickeln neuer Inhalte oder das Posten und Diskutieren in den sozialen Medien nicht den Bugfix-Prozess. Alles während der Weiterentwicklung läuft parallel ab und ist daher auch effizienter. Klingt logisch, oder? Was kann ich tun, nachdem ich meine Basis bis zum Maximum aufgelevelt habe? Bohemia sagt, dass ihr auch nach dem Max-Level noch einige kleinere Updates des Shelters durchführen könnt. Es gibt auch die Möglichkeit, Herausforderungen und Errungenschaften zu verfolgen, eure Statistiken zu verbessern, die neuen Spielmodi Feuergefecht und Eliminierung auszuprobieren oder den guten alten Battle Pass aufzuleveln. Soweit mal die Basisinfos für euch. Ich hoffe, dass die ein oder andere Frage nun geklärt ist. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Ich werde mein Bestes tun, sie zu beantworten. Kommen wir mal zum Kern des Matches von Vigor und wie spielt sich das überhaupt?
Nun, Vigør ist ein PvP-orientierter Survival-Looter-Shooter. Vigør spielt im eisigen Norwegen nach einer atomaren Apokalypse und der Spieler ist einer der wenigen Überlebenden. Ihr startet eure Reise immer von eurer Basis aus in die Welt von Vigør. Die Welt ist aufgeteilt in unterschiedliche, in sich abgeschlossene Karten. Es ist also keine Open World. Das hat auch seinen Grund, denn Bohemia mischt zum Survival- und Looter-Shooter-Part noch eine Prise Battle Royale. Warum Battle Royale? Weil am Ende jeder Runde die Karte komplett mit Radioaktivität überdeckt wird und euch sehr schnell Lebensenergie abzieht. Aus welcher Himmelsrichtung die Radioaktivität kommt, erkennt ihr an einem kleinen Indikator, der links oben auf eurer Ingame-Karte ist. Es besteht also eine Art Zeitlimit pro Runde, so wie in einem Battle Royale. Seid ihr zu lange in der Radioaktivität, dann seid ihr dead. Ihr müsst außerdem zu einem Ausgang auf der Karte kommen, um das Match erfolgreich zu beenden. Es reicht also nicht, einfach nur als letzter Spieler einer Runde zu überleben. Jedes Match besteht aus drei Phasen: Early Game, Mid Game und End Game. Das Early Game eines Matches beginnt aber eigentlich schon, bevor ihr überhaupt einen Fuß auf den norwegischen Boden setzen könnt. Ihr startet, nachdem ihr euch in der Basis equipped und für eine Map entschieden habt, ins Matchmaking und dann direkt in die Lobby. Dort könnt ihr mit Echtgeldwährung nicht nur den Loot erhöhen und verbessern, ihr seht auch direkt, wer eure Gegner sind, welches Level sie haben und was für eine Bewaffnung sie mit sich führen. Außerdem ist es immer interessant zu sehen, wer den Loot erhöht und um was für einen Betrag. Wird zum Beispiel nur der Loot erhöht, dann wollen die Leute meistens einfach Ressourcen sammeln und es lohnt sich hier vielleicht die Runde etwas ruhiger anzugehen und von dem ganzen Mega-Loot zu profitieren. Wenn jemand den Airdrop verbessert, heißt das, dass euch ein schweres, hart umkämpftes Endgame bevorsteht. Diese Informationen sollten euch einmal vorab helfen, die Lobby etwas besser einschätzen zu können. Falls niemand etwas in den Pott wirft, ist das auch nicht schlimm. Aufgrund der Bewaffnung und Level der Spieler habt ihr schon sehr viel über ihre Taktik und Vorgehen gelernt. Jemand, der mit einer Sniper und Pistole hineingeht, spielt nun mal eine andere Taktik wie jemand, der mit einer Shotgun oder MP5 ins Match startet. Packt am Anfang Jodtabletten und Koffein ein, um euch am Ende der Runde zu buffen, damit ihr der Radioaktivität effektiver entkommen könnt. Koffein hilft euch übrigens, dass eure Ausdauer nicht verbraucht wird beim Rennen und die Jodtabletten helfen gegen die Strahlung. Nach der Lobby erscheint euer Charakter an einem zufälligen Spawnpunkt auf der Welt. Die Übersichtskarte ist geöffnet und ihr habt jetzt wenige Sekunden Zeit, euren ersten wichtigen Schritt zu planen. Kleiner Pro-Tipp: Die Spawnpunkte lassen sich auch lernen. Macht das auf jeden Fall, rennt nicht planlos herum, setzt euch immer ein Ziel und denkt darüber nach, was dort passieren könnte. Ist es eine High-Loot-Area oder wollt ihr nur Ressourcen sammeln und versucht eher unentdeckt zu bleiben? Außerdem, sehr wichtig, wie schon angesprochen, achtet oben links auf der Karte unbedingt auf das Strahlungs-Icon, um zu sehen, aus welcher Himmelsrichtung die Radioaktivität am Ende der Runde kommt. Die Strahlung ist immer ein wichtiger Indikator für mich, um mein erstes Ziel und meine Route durch die Map auszuwählen. Planung ist das halbe Leben, denn man weiß nie, wie ein Match ablaufen wird. Ein solider Plan wird euch am Ende des Tages aber immer hilfreich sein. Wenn ihr euer erstes Ziel auf der Karte erreicht habt, kann es passieren, dass ihr direkt in ein Feuergefecht geratet und dann kann es mitunter sein, dass ein Katz-und-Maus-Spiel entbrennt und das kann sehr wertvolle Zeit kosten. Daher ist es immer wichtig, auch zu wissen, wo das nächste Exit ist oder wo die nächste Funkstation ist, um den Airdrop zu beeinflussen oder der Turm, um Gegnerpositionen auf der Karte aufzudecken. Ja, ihr merkt schon, Planung ist wirklich sehr wichtig in diesem Spiel und auch im Midgame die halbe Miete. Das End- bzw. Late-Game von Vigør ist sehr schwierig vorauszusagen, da es auch etwas abhängig ist von eurem gesteckten Ziel. Aber gehen wir einmal davon aus, dass ihr den Airdrop nach Hause holen wollt, dann ist es sinnvoll, nicht sofort zum Airdrop zu rennen, sondern schon bevor der Drop kommt, die Gegend im Auge zu behalten und auf einen verräterischen Fehler eines unvorsichtigen Gegners zu hoffen. Lange Gunfights sind in dieser Phase meist sehr tödlich, meistens besiegt ihr einen Gegner, werdet aber von einer dritten Person, der alles beobachtet hat, doch noch aufs Korn genommen. Die Geräuschkulisse und Gunshots locken die Reds halt einfach an. Die Spieler im Late Game warten nur auf solche Chancen und Fehler, um euch dann wegzusnacken. Schafft ihr es aber dann doch, den Airdrop oder den großen Container zu sichern, checkt, wo der sicherste und kürzeste Weg zum nächsten Exit ist. Es lohnt sich, alle Exits in den Matches mal auszuprobieren und so die Eigenheiten kennenzulernen, denn Exit ist nicht gleich Ausgang. Es gibt auf manchen Karten sehr lange und beschwerliche Wege zu den Ausgängen. Zum Beispiel müsst ihr bei manchen klettern und über einen Abgrund springen. Dort wartet dann oft auch ein Exit-Camper oder der freie Fall in den Tod. Zu lange Exit-Wege können auch oft den Tod bringen, denn nach dem Eintreffen des Airdrops geht alles sehr schnell und die Radioaktivität fängt an, sich auszubreiten.
Mal durchatmen. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, vielen Dank, ihr seid echt die Besten. Der Algorithmus-Gott verlangt Watchtime, daher nochmal danke für eure Zeit und den Support. Abschließend also nun meine Top 5 Regeln des Überlebens in Vigor. Sie sind aber auch in anderen Survival-Games gut zu gebrauchen. Regel Nummer 1. Sei nicht gierig und verbringe nicht zu viel Zeit beim Looten. Regel Nummer 2. Vermeide unnötige Gunfights und Geräusche, wenn du überleben willst. Regel Nummer 3. Sei nicht überheblich und unterschätze niemals einen Gegner oder eine Situation. Karma is a bitch. Regel Nummer 4. Habe immer ein Ziel und einen Plan in petto und geh nach diesem vor. Geh nicht in einen Fight ohne einen Fluchtplan. Lernt die Map mit ihren Stärken und Schwächen. Regel Nummer 5. Es kommt immer einer mehr. Auch wenn du gedacht hast, du hast alle Gegner ausgeschaltet und der Loot gehört jetzt ganz allein dir. Der Exit-Camper, der hat sehr viel Zeit. Und was wäre so eine Top 5 Liste ohne Bonustipps? Nutzt den Schießstand, um eure Waffen kennenzulernen. Die Challenges sind sehr gut zum Üben und um die Wartezeit zwischen den Matches zu überbrücken. Außerdem lohnt es sich, Feuergefecht, aka Free for All, und Eliminierung, aka Team Deathmatch, zu spielen. Am Ende jedes Matches gibt es immer etwas Loot, XP oder sogar eine Kiste und ihr müsst kein Equipment riskieren. So, ich hoffe, ich konnte den neuen Familienmitgliedern der PlayStation den ein oder anderen Tipp geben. Wenn ihr mehr Vigor-Content von mir sehen und hören wollt, gebt mir gerne Bescheid. Was soll ich als nächstes mal beleuchten? Gerne in die Kommentare damit. Ihr habt Tipps und Tricks, die ihr gerne teilen wollt? Lasst es uns wissen und ich packe es vielleicht demnächst auch in ein Video. Nochmal ganz großen Dank an alle, die mein erstes Vigor-Video gesehen haben. Die vielen tollen Kommentare, Likes und Abos. Das habe ich so überhaupt nicht kommen sehen. Das bedeutet mir echt sehr viel und ist schon mal wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für mich. Vielen, vielen Dank dafür. Und by the way, sagt ihr Vigor oder Vigor? Wenn dir dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ein Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber Bear Grylls ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.